Normalerweise geht's hier um Bundesliga-Punkte, Flanken, Kopfbälle, Traumtore und Glanzparaden. Wie gesagt, normalerweise. Der Schwerpunkt heute ist ein anderer. Perspektiven aufzeigen, Chancen und Wege erkennen. Es geht um den oft zitierten Plan B. Anpfiff ins Leben hat eingeladen zum ersten Sportinformationstag. Rund 90 junge Sportler sind gekommen, um sich eben über das zu informieren, was nach der kleinen oder großen Karriere in kurzen Hosen kommen könnte. Ja, die meisten Jugendlichen, mit denen wir sprechen, die sagen natürlich, ich will beruflich irgendwas mit Sport machen, und das irgendwas haben wir heute mal beleuchtet, haben 11 Aussteller da, die sagen, was so alles rund um den Sport geboten ist und auch, wie man das werden kann. Vom Orthopädie-Mechaniker bis zum Masterstudiengang Sportmanagement, alles Optionen für den Einstieg in die Branche nach oder begleitend zum aktiven Sport. Bei der TSG wird ohnehin viel Wert darauf gelegt, eine Alternative parat zu haben, falls es mit dem Profivertrag entgegen aller Hoffnungen nicht funktionieren sollte. Ich denke, das kommt auch ein bisschen von mir, dass ich da irgendwas, eine Absicherung brauche, weil es ist so eine innere Unruhe, wenn man nur sich aufs Fußball konzentriert und weiß, ja, es gibt wirklich sehr viel Nachwuchsleistungszentrum und so viele gute Spieler. Und da ist einfach auch eine innere Unruhe, und also eine innere Ruhe, wenn man dann sagt, ja, wenn es nicht klappen sollte, dann habe ich noch was, wo ich mich auf jeden Fall drauf verlassen kann. Sich auf etwas verlassen können, Sicherheit haben, jetzt schon an morgen und vielleicht sogar an übermorgen denken. Echtes Interesse auch bei denen, die sogar noch ein bisschen mehr Zeit haben. Was sind denn so die Favoriten? Also außer dem Leben als Fußballprofi natürlich. Also ich würde gerne halt so Management oder so Bereich oder auch was mit so Sport, so was kann man dort nehmen? So Journalist oder so. Halt was mit den Leuten, wo man nicht immer nur so öde am Computer rumsitzen muss, sondern auch mal zu den Leuten hingehen und ihnen fragen, ja, wollen sie das machen oder sie animieren für etwas. Menschen animieren, genau wie es Anpfiff ins Leben tut, und auch die TSG Hoffenheim animieren, sich zu informieren. Das passt gut zur Philosophie der TSG, weil bei uns legen wir schon Wert drauf. Ich glaube, der Grundgedanke stammt immer noch vom Herrn Hopp, dass er einfach sagt, es werden viele gute junge Talente bei uns, die Akademie, NLZ und so weiter durchlaufen, nur wenige werden ganz oben ankommen. Also in der ersten Liga, viele werden später auch dritte Liga oder Regionalliga spielen, aber alle sollen das Rüstzeug mitbekommen, dass, wenn es mit Fußball so für die Höchsten eben nicht reicht, ein zweites Standbein haben und auch danach noch ein vernünftiges, zufriedenes Leben führen können. Die Jungs aus den TSG-Jugendmannschaften haben die Chance genutzt. Sportinformationstag in den Ferien, vielleicht war für den einen oder anderen ja was dabei. Das erste war bei der AOK. Und da hat man gehört, dass man halt offen sein muss für die Leute. Man braucht natürlich auch gute Schulnoten. Das ist sozusagen die Tür, hat der Mann gesagt, dafür, dass man den Beruf lernen kann. Ich war bei Adviva bis jetzt noch in der Orthopädie-Mechanik. Und dort ist es nicht so mein Beruf, aber es ist auch interessant, mit den Leuten zu arbeiten, die oder denen Gelenk, also wenn sie zum Beispiel Einlagen brauchen, die herzustellen und dann. Aber es ist nicht so mein Ding. Naja, das ist ja auch eine Erkenntnis, für die sich der Tag schon gelohnt hat. Eine, die einen eben auch weiterbringt, auf der Suche nach dem richtigen Plan B.